Das ist ein Fahrzeug von einem anderen Stern. Wie fühlt sich Zukunft an? Da sind Fragezeichen, Befürchtung, Zweifel. Da ist aber auch Optimismus, Hoffnung, Träume und jede Menge Science Fiction. Ich bin Kai Jartner, Futurist bei Mercedes-Benz. Mein Name ist Hartmut Sinkwitz und ich bin Leiter Interieurdesign bei Mercedes-Benz. Ich heiße Nina Allier und bin Expertin für User Experience. Wie passen selbstbestimmte Menschen und mitlernende, mitdenkende Maschinen zusammen? Wie passt Materialität mit Digitalität und Programmier mit Handwerkskunst zusammen? Und was ist zukunftsorientierter, verantwortlicher Luxus? Das Faszinierende an der Entwicklung eines neuen Produktes ist es, finde ich, dass alle diese Zukunftsfragen eine Antwort verlangen. So auch vor 6 Jahren in der frühen Phase des EQS, als es nicht nur darum ging, ins Jahr 2021 zu blicken, sondern auch den Teil der Zukunft zu finden, den wir anstreben wollen, nach dem wir greifen, über den wir nicht nur philosophieren werden, sondern den wir dann auch wirklich tun. Das war die kreative Challenge und wir lieben kreative Challenges. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Spiel meine Sci-Fi-Playlist. Unsere DNA, die Tradition einer Luxusmarke, gepaart mit dem Anspruch, Vorreiter zu sein. Für das Design auch eine fantastische Chance, noch viel mehr als sonst, auf dem weißen Blatt Papier mit vielen neuen Ideen durchzustarten. Unsere Leitidee war, ein absolutes Wow-Erlebnis zu erzeugen. Etwas, was wirklich wie aus der Zukunft zu kommen scheint. So haben wir auf Technologien gesetzt, die man zwar kennt, aber noch nie in dieser Form gesehen hat. Das genau ist der Hyperscreen. Zwei Bildschirme für den Fahrer und ein Bildschirm für den Beifahrer. Und alles hinter einem wunderschön gekurften Glas. Dieses Glas ist das neue Gesicht des Interieurs. Technik darf sich nie kompliziert anfühlen. Sie darf neu und aufregend sein. Sie muss sich aber auch vertraut und selbstverständlich anfühlen. Der Mensch kann auf ganz natürliche Weise mit der komplexen Technik des EQS umgehen. Je öfter ich im EQS fahre, desto mehr geht das Fahrzeug auf meine Bedürfnisse ein. So wird das neue MBUX im EQS zu meinem persönlichen Assistenten. Der EQS ist eines der wichtigsten Autos, die wir je gemacht haben. Unser Statement für eine Zukunft, die aus Kreativität entsteht, aus dem Willen, Gegensätze zu überwinden, mutig zu sein und bei all der großartigen Technologie das Schöne, das Sinnliche, das Menschsein nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist die Zukunft, in die wir gehen, mit dem EQS.